ich bin Sana Posch, Ihr Make-up-Artist und Stylist. Diesen Einteiler kennen bestimmt einige von Ihnen von ihrer Kindheit. Aber jetzt ist er wieder in und ich zeige Ihnen, wie man ihn stylen kann. Latzhosen haben den Vorteil, dass man sie auf ganz verschiedene Arten stylen kann. Eine Basic-Version ist natürlich mit einem simplen T-Shirt und wie das aussehen kann, zeige ich Ihnen jetzt. Damit dieses Outfit nicht gar so langweilig ist, verwende ich jetzt eine Bluse und binde mir die ganz lässig um die Hüften, quasi wie ein Gürtel. Wem dieser Look zu eintönig ist, trägt einfach Farbe auf die Lippen auf. Ganz 90er, man trägt wieder bauchfrei und für die Leute, die sich nicht ganz trauen, sind die Latzhosen perfekt. Denn nämlich, es kaschiert vorne den Bauch und auf der Seite sieht man ein bisschen Haut. Kreolen sind eine schöne Alternative, gerade zu diesem Outfit, denn es müssen nicht immer schöne und edle Ohrringe sein. Eine Jeans-Latzhose kann man nicht nur casual tragen, sondern sie hat sogar ein Nightlife-Potenzial. Und wie man das stylen kann, zeige ich Ihnen jetzt. XL-Gliederketten peppen jedes Outfit auf. Jetzt noch High Heels dazu kombinieren und dann kann es schon in die Cocktailbar gehen. Damit das Top besser zur Geltung kommt, lässt man einfach einen Träger fallen. Selbst wenn es schicker sein soll, kann man die Jeans-Latzhose einsetzen. Mit einem coolen, knalligen Top und einer Statement-Kette. Trends kommen und gehen und ich muss zugeben, ich bin froh, dass die Latzhose wieder ein Revival hat. Das war's von mir und ich hoffe, ich konnte Sie inspirieren. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anna Posch.